Hi, willkommen zurück zu Gothic. Wir sind immer noch in dieser freien Mine und müssen da so ein bisschen was machen. Ich verliere hier auch in einer Tour die Orientierung. Kennt ihr noch Vox Tours? Abrupter Themenwechsel. Obwohl der Part noch nie mal richtig angefangen hat, reden wir schon über Vox Tours. Ja, so muss es. Sind jetzt eigentlich alle hier raus? Ich wollte jetzt erstmal nochmal zu einer anderen Seite und gucken, dass die Wegpunkte sich zurücksetzen. Und dann wollte ich nochmal hingehen und gucken. Hey, der Maddie ist wieder da. Nein, nicht das Feuer. Es scheint ein bisschen sich hier gelegt zu haben. Jetzt hier. Irgendwo arbeitet hier noch jemand. Die Maurer geben einen aus. Heute wird nicht mehr gearbeitet. Ach ja, das war doch der, der sich so cool gerettet hat, oder? Da, ich höre doch noch. Ach da! Hi! Na? Wie geht's? Ich mag diese mach alles kaputt, Suchsachen, Search and Destroy, bla bla Sachen überhaupt nicht. Da gab es damals, es war auch unter Warcraft 3 Spielern unheimlich verpönt, wenn irgendjemand sich noch irgend so ein Haus irgendwo hingebaut hat und eigentlich das Spiel schon gewonnen war, aber du musstest ein dämliches Haus noch finden. Und dann fand er das lustig. Ich hab noch nicht verloren. Du musst jetzt erstmal eine halbe Stunde mein Haus suchen. Dann auf so einer Karte für 12 Spieler oder was? Moin. Da warst du richtig glücklich, wenn du gegen so einen spielen durftest. Aber da konnte man noch mit seinen Gegnern chatten. War das schrecklich. Konnte man noch was gegen seine Eltern sagen, seine Geschwister. Manchmal auch gegen beides. Also in Personalunion, sagen wir jetzt mal. Ja. Schön. Ja. Hier geht's weiter. Na, wie geht's? Wie lange braucht der, um zu checken, dass ich da bin? Du bist dran. Meine Güte. Keine Gnade. Keine Gnade. Tu mir mal den Gefallen und sei nicht so laut beim Sterben. Danke. Ach ja. Hier wird wieder gearbeitet. Oben. Aber erstmal kümmere ich mich darum, dass diese ganzen Gardisten hier das zeitliche Segnen. So, sein Freund könnte ihn theoretisch noch retten. Wenn hier jemand Prügel austeilt, bin ich das. Was, du teilst Prügel aus? Will ich sehen. Hasse? 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 Nee, hasse nicht, ne? Bin auch manchmal ein bisschen dreist. Ein bisschen gemein bin ich, mich über den Tod anderer Leute zu amüsieren. Also bitte, das macht man nicht. Das macht man echt nicht. Ja, aber das waren auch Arschlöcher. Die kommen hier rein, bringen alles um und das ist ein extremer Ressourcenkrieg hier. Das gibt es nicht. Das lassen wir uns nicht mehr gefallen. Wir sind hier die KTM-Gang und fertig aus. Mal. Oh, guck mal, wie er da ganz langsam gen Süden gleitet. Der arme Mann. Das Geräusch habe ich vermisst. Das kam noch nicht so wirklich. Früher in der 1.0er Gothic-Version war das nur immer dieses. Und ich glaube, da war auch teilweise dieser Willem-Scream. Dieses. Oh Gott. War mal ja gut hier, ne? Ja, der Exploit leider gerade nicht funktioniert. Aber ist ja jetzt auch nicht weiter tragisch. Was mache ich eigentlich mit den Eiern von der Minecrawler-Königin? Kann ich die rauchen? Bin doch hier Templer. Kann ich das nicht verarbeiten und dann schön durchziehen? Geht das nicht? So. 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 Ach ja, wir konnten ja auch noch lernen, wie man hier so Joints rollt, ne? Ich weiß nicht, habe ich das gemacht oder habe ich das nicht gemacht? Wenn ich es nicht gemacht habe, dann hat das einen Grund. Nämlich, dass wir ja sowieso kein Sumpfkraut mehr haben, weil wir alles aus dem Sumpf geangelt haben. Und das haben wir alles Korkalom gegeben. Und der ist damit jetzt zum Ork-Tempel aufgebrochen. Spoiler. Ja, wo soll er denn sonst sein jetzt ernsthaft? Meinst du, der ist jetzt einzelner oder hat sich einen Tunnel durch die Barriere gegraben oder was? Nein, macht er nicht. Macht er nicht. Kann er nämlich nicht. Ist er viel zu blöde für. Der ist doch zu blöd, ein Loch in Schnee zu pinkeln. Warum? Wie soll der denn dann? Ach, Gorn ist auch wieder da. Hi. Habe ich nicht alles gemacht? Auf in den. Hier muss. Ach, das ist jetzt. Jetzt wird's richtig filmschig. Jetzt müssen wir irgendwo noch was finden. Ach,
Ich gehe jetzt einfach mal erstmal zu dem Ork. Und dann wird sich das schon von alleine einrenken. Jo. Hier lang. Da links. Och, kennt ihr noch diese Koala-Dinger da? Diese Süßigkeiten, Koala-Süßigkeiten-Dinger. Da habe ich jetzt voll Bock drauf. Also jetzt so eine Packung da. Die gab es ja immer so in solchen Sechseckröhrchen. Oh, das wäre jetzt... Das wäre jetzt ein reiner Schmamsch, glaub mal. Oh, schwusch. Sief, oder? Nom, nom, nom. Ja, das ist Commentary, Leute. Da so kommentiert man so ein Zeug hier. Das ist geistreich, das ist witzig, das macht Spaß, das ist was für die ganze Familie und das kann man theoretisch auch seinen Großeltern vorführen. Ach, guck mal, heute gucken wir wieder Maddie. Ne, ich meine, Theaterstall. Nein, guck mal, Maddie. Worüber redet der denn da? Was? Rudolfina, die Pech? Was für... Los, du Sklave. Komm mal her. Oh, oh. Oh, komm. Oh. Hier. Ich habe deine Medizin gefunden. Bitteschön. Was sagt man? Fremder nicht böse wie andere Menschen. Fremder gut. Oh. Tarok schulden Dank. Oh. Kannst du mir jetzt einen Ulumulu geben? Ja, damit. Fremder helfen Tarok, also Tarok auch helfen Fremder. Ja, Mann. Fremder brauchen Krotak, Kastak, Dwarkar und Orthantak. Fremder bringen dann, Tarok machen Ulumulu. Gerne doch. Was ist denn Krotak? Sein Flammenzunge. Sein Zunge von Feuerechse. Das kannst du vergessen. Wo finde ich eine Feuerechse? Feuerechsen in Heimat leben. Heimat von Tarok. Fremder suchen müssen. Auch können finden Feuerechse auf Sand bei Meer. Oh. Was bedeutet Katztag? Sein Horn von Schattenläufer. Horn spitz wie Dolch und hart wie Stein. Wo findet man Schattenläufer? Leben in Wald oder in Höhle. Nicht mögen Licht. Seien sehr gefährlich. Fremder aufpassen. Ja, ja, kein Ding. Dwarkar? Was ist das denn? Sein Zähne von Sumpfhai. Wenn Zähne beißen Opfer, dann nie wieder loslassen. Geht das noch theatralischer? Wo finde ich Sumpfhaie? Sag ich als Viele Tempel. Sumpfhaie bei Lager von Menschen. Lager in Sumpf natürlich. Mhm. Was ist ein Ort am Tag? Hauer von großes Troll. Machen großes Löcher in Beute. Wo finde ich einen Troll? Troll leben in Bergen. Troll lieben viel Platz. Fremder gehen suchen in Nordberge, aber passen auf Faust von Troll. Faust treffen, dann Fremder fallen von Berg runter. Ich muss weiter. Fremder kommen wieder. Ja, Fremder kommen wieder. Fremder versprechen. Fremder Good Guy. Ich sehe hier keine weiteren Gardisten. Haben wir die wirklich schon alle ausgeräuchert? Hm. Das ist eine gute Frage, ne? Hier links runter waren wir auch schon. Waren wir doch, oder? Ja, waren wir. Da hatte ich mich doch so geil verlaufen. War da nicht sogar die Medizin? So. Aber wenn, dann müsste Gorn ja sagen, ja, Maddie, hast gut gemacht. Sind alle jetzt hier weg. Schön. Und gib mir dann noch so einen Handschlag und dann werde ich auch noch Mitglied im Country Club und all sowas. Kannst du dich dann... Ja, genau so. So klettern Männer eine Ampel hoch. Ist es eine Leiter, Maddie? Keine Treppe. Und auch erst recht keine Ampel. Könnt ihr euch noch an diesen komischen Ork-Friedhof erinnern? Oh Mann, war das schrecklich. Muss ich gerade unwillkürlich dran denken. Weil auch hier wieder... es scheint, als wäre dieses Event verbuggt. Naja. Wollen wir mal nicht einen Teufel an der Wand malen. So schön sieht er nämlich gar nicht aus. Da kommt Gorn. Moin, was draußen? Jemand aus dem alten Lager ist verstorben und dein Name wird dabei erwähnt. Ja, hab ich gut gemacht, ne? Halt die Stellung, ich will... Ist gut. Ich warte am Mineneingang. Komm mit. Endlich. Was macht diese Kamera Aufwendig. Da? Habt ihr diese Kamera auch gesehen? Da war gerade eine Kamera, ne? Was hat die da gemacht? Gruselig. Ich habe das Spiel schon oft durchgespielt, aber diese Kamera kam nie. Müssen wir gegen die kämpfen? Hat dann so geile Attacken wie Blitzen. Oh Mann,
Das war ein wirklich beinharter Kampf. Hätte nicht gedacht, dass Gomez-Gardisten so viel Widerstand leisten. Die Hauptsache ist, dass wir sie wieder aus unserer Mine vertrieben haben. Unsere! Ich werde hier bleiben und dafür sorgen, dass das auch so bleibt. Wie ist die Lage? Alles ruhig. In der freien Mine rührt sich nichts. Es kann nicht mehr lange dauern, bis Lee die Verstärkung hier hochschickt. Solange werde ich es mir hier gemütlich machen. Mhm. Dann macht er das da alleine. Bis später. Sitzt da rum, schaukelt die Eier. Und wenn irgendwann mal ein Gardist vorbeikommt... So. Okay, das gehen wir jetzt alles mal ein bisschen... Ach, guck mal einer an. Ach, ist ein Schürfer. Sonst hätte er jetzt nicht so lange durchgehalten, glaube ich. Ne? Können wir vorstellen, dass das Ärger gegeben hätte. So. Na, machen wir denn jetzt Schönes? Ich würde sagen, als erstes holen wir uns mal unsere tägliche Ration Sumpfkraut ab. Und dann schauen wir mal weiter. Wo denn? Wo war das denn? Ne, dann machen wir das eben nicht. Wer hier wohnt, der ist auch so ein bisschen gekniffen, ne? Ich meine, das war hier. Ja, guck mal, der da. Der einzige mit diesem Imbissstand hier in der im ganzen Spiel. Hallo, Kumpel. Ach, du bist auch so einer. Ich will mir meine tägliche Ration abholen. Hier, nimm. 3 schwarzer Weiser. Aber nicht alle auf einmal rauchen. Wir lernen eben gar nichts dazu. So, das war jetzt Priorität Nummer 1. Du hast es in die Ränge eines Templers geschafft? Du kannst stolz auf dich sein. Ja, aber schon länger. Danke, Mann. Echt? Danke. So, jetzt gehen wir erstmal in den Sumpf und klatschen ein paar Sumpfhaie. Ach, schau mal einer an. Hier regnet es ja gar nicht. Ich habe das Gefühl, früher wurde hier mehr gearbeitet, als ich das erste Mal hingegangen bin. Alles klar bei dir? Ja, Mann. Was ist los, Alter? Früher war das so... Oh. Habe ich es gewagt, dich anzusprechen? Und jetzt ist es so, ey, yo, dir, Alter. Sieh, was geht, Alter, ey. Lan. Mittlerweile. Ja, man ist hier mittlerweile... Ist es schon etabliert? Schön. Spaß. So. Ja, wo ist denn hier ein Sumpfhai? Als ich das erste Mal hier war, war alles voll. Die haben sogar diesen komischen Schrott oder wie der Typ hieß, umgebracht. Ach, da ist ja einer. Ich nehme einfach mal alle mit, die ich hier finden kann. Allein für die Erfahrung. Sinnvoller Erfahrungswert, so Sumpfhaie klatschen. Moin. Guck mal, wie feige die Typen da sind. Meine Güte, das ist doch nur ein Sumpfhai, der tut doch nichts. So, ich habe 50 Lernpunkte. Aber wie gesagt, die wollte ich weiter anhäufen, um zu schauen, wie viel ich am Ende habe. Weil ich jetzt doch eine ganze Menge vorhabe. Und dann würde ich sagen, lass mir die Bombe platzen und werden Guru. Love, Guru. Oh, ich habe eine Glatze. Wie viele Pornodarsteller haben eine Glatze? Ich meine, hallo? Bin ja schon prädestiniert dafür, ne? Dann machen wir schöne Filmchen. Laden uns eine ein. Was richtig schick ist und dann geht er los. Dann machen wir ein bisschen Umsatz hier im Sumpflager. Wir haben ja jetzt niemanden mehr, mit dem wir wirklich handeln können. Das neue Lager, davon ist die Hälfte tot, der Rest ist ausgebrannt. Altes Lager ist ja jetzt ein bisschen verbarrikadiert. Der Rest... Ja. Sind ja alle nicht so wirklich... Also für die Wirtschaft ist das nichts. So. Hier links ist auch nichts mehr, wo wir sagen Wirtschaft. Wie viele Erfahrungspunkte brauche ich jetzt so? Ach komm, an die 6500, da kriegen wir doch noch hin. Wir haben jetzt noch so ein bisschen was vor. Direkt. Akut. Oh. Hier links ist nichts. Aber Shred, das tat mir ein bisschen leid damals. Als der hier hingegangen ist, der wurde doch von einem Sumpfhai gefletscht, oder? Wie war das? Da konnte ich nichts für. Da liegt noch seine Leiche. Kannst du mal sehen. Eine Moorleiche ist das. Was das konserviert. Der reine Wahnsinn. Der reine Wahnsinn! Okay. Jetzt geht's hier wieder weiter.
Was ist also eigentlich mit so Metallplatten, wenn man damit chronisch durch den Sumpf rennt? Sind die dann nicht irgendwann mal kaputt? Hier gibt's noch Sumpfkraut. Wir können uns hier was zu rauchen bauen. Schön. Ach, er wieder. Der hat voll den Oberkörper, ne? Ist euch das mal aufgefallen? Das ist voll der Typ. So ein richtiger Chama ist das. Tja, doppelt mehr, Chama, yeah. So. Das war die Geschichte hier, ne? So. Wir können das alles jetzt mit einem Abwasch erledigen. Und dann gehen wir am Ende nochmal durch die komplette Wildnis, hauen kaputt, was uns vor die Linse kommt. Und dann klappt das. Ich will unbedingt Guru werden. Dafür habe ich dieses Add-on runtergeladen. Nur um Guru zu werden. Können doch theoretisch alle Novizen verhauen. Alle Templer. Also was. Bringt mir noch nicht viel. Dann bin ich der Guru ohne Jünger. Bin ich der Einzige hier nur noch in der Barriere. Weil ich glaube, es gibt einen Moment im Spiel. Normalerweise ist es ja so, dass man nicht alle Leute umbringen kann. Aber ich glaube, es gibt einen Moment im Spiel, wo das komplett außer Kraft gesetzt wird. Und dann kann man da mal richtig rumsägen. Ja, okay, ich glaube, so ein Kontingent von 20 NPCs gibt es da, die du nicht kaputt hauen kannst. Ja. Oder es sind 10, es sind auf jeden Fall wenig. Die meisten, die man da nicht kaputt hauen kann, das sind auch die, die es jetzt nicht wirklich verdient haben. Also solche Leute wie Diego und so weiter, die muss man ja nicht unbedingt umbringen. Die haben ja jetzt nicht sowas Böses gemacht. Das sind ja eigentlich eher die Netten. Ich meine, Diego, der hat ja auch unsere Münzen abgekauft, ne? Gab Erz ohne Erfahrung. Erz ohne Grenzen. Da oben, bin ich so Schattenläufe. Ja, komm. Konntest dich mal gehackt legen, du doofe Blutfliege. So. Den hätten wir. Wir brauchen nur ein Horn von dem, oder? Müssen wir auch noch so einen Freund von dem suchen. Hier unten ist doch noch einer, oder? Wie jetzt? Nicht? Ach, Mist. Dann so. Guck mal, wie schön das ist. Hm. Hat hier einer geredet? Hier hat doch wohl nie einer geredet, oder? Nee, hört nicht. Hat sich so angehört, als hätte einer geredet. Krieg schon die Met Baronschung Waldparanoia. Trommel. Ja, ich bin gerade auf der Jagd, da muss ein bisschen still sein, deswegen. Wir wollen uns ja hier auch in die Beute ranpirschen und die so ein bisschen überraschen. Zum Beispiel hier, hätte ich jetzt gedacht, dass da. Ach so. Da war ja wirklich was. Ich habe gedacht, da spielen mir meine Augen nur wieder einen Streich. Ja, aber wirklich viele Monster haben den noch nicht wieder hingesetzt, ne? So ein Orkhund. Ist jetzt nicht so die Ausbeute. Hm. Ich meine, ich habe gerade einen Sumpfhai gehört. Jo. Hier bei diesen halb untergegangenen Steinen gehen wir mal runter. Hm. Gut. Da sind Feuerwarane. Zwei an der Zahl. Wie viel sind links? Auch drei. Alter. Vier? Oh Gott. Sag mal. Ich hätte doch dieses Amulett von diesem Ork. Das ist die beste Möglichkeit, das jetzt anzulegen, wenn die alle in der Viererkolonne hier auf mich zumarschiert kommen. Hey. Also Power haben die auf jeden Fall. Das habe ich ja schon gemerkt. Sag mal, können die auch mal stehen bleiben hier? Oh Gott, was muss ich denn hier ablegen? Stärke Bonus 10, das ist mir gerade relativ, ne? So. Gut. Okay, dann rennen wir mal rein. Ja! Das ist
Das wird jetzt eine Nummer. Das wird jetzt eine harte Nummer. Obwohl, ich merke gerade, wir haben schon wieder Zeit verloren, ne? Bis zum nächsten Mal. Tschüss.